Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank. Das ist der Wirtschaftssendung Geld und Co. Guten Abend miteinander. Die Preise von Liegenschaften sind in den letzten Jahren nur in eine Richtung, nämlich offen. Wegen dem sind sie eine rentable und gleichzeitig auch eine sichere Anlage gewesen. Man hat dem auch Betongold gesagt. Wir klären heute in Geld und Co., wie es jetzt weitergeht, ob sich Investitionen in Immobilien noch lohnen und für wer das überhaupt interessant ist. Später in der Sendung geht es um eine andere Art von Investition, nämlich um Spenden und öffentliche Gelder. Genau das braucht der Zolli Basel zum Überleben. Bevor es in Zolli geht, zuerst zum Betongold und somit zum Sandro Merino. Er ist Chief Investment Officer bei der Basler Kantonalbank. Sandro Merino, wer sein Geld in den letzten Jahren in Immobilien investiert hat, war ein Glückspilz. Der Wert der Immobilien, der Liegenschaften, ist ständig gestiegen und mit den Einnahmen der Mieten hat es eine gute Rendite gegeben. Jetzt sind Zinsen gestiegen. Was hat sich verändert? Ja, tatsächlich. In den letzten 25 Jahren, seit Anfang des Jahrtausends, sind die Preise von Immobilien Jahr für Jahr gestiegen, im Durchschnitt über die ganze Schweiz. An den Ballungszentren Genf, Zürich, aber auch in der Region Basel ist es nicht selten, dass sich der Wert von Wohnimmobilien in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt hat. Also in diesem Sinn hat das sehr gute Anlagemöglichkeiten gegeben bei der Vermietung und man hat Anlagenotstand von den Negativzinsen können überbrücken. Jetzt haben wir Inflation gehabt, Zinsen sind gestiegen, die Nationalbank hat gegen die Inflation müssen Zinsen anheben und die Hypotheken sind deutlich teurer geworden. Und im vergangenen Jahr 2023 ist zum ersten Mal der Wert nicht mehr gestiegen von der Wohnimmobilien. Er hat stagniert, in der Region Basel ist er sogar leicht zurückgegangen. In dem Sinn eine Trendwende. Sind Wohnimmobilien von dieser Trendwende gleich betroffen wie Geschäftsimmobilien oder auch Büroräume? Ja, bei Büroräumen und Geschäftsimmobilien hat es zum Teil stärkere Preisveränderungen gegeben, auch Preisreduktionen. Das hat aber mit veränderten Konsumgewohnheiten zu tun, vor allem auch nach der Pandemie. Wir haben ja Homeoffice, wir haben viel Onlinehandel und das heisst, die Nachfrage nach Verkaufsflächen, nach Büroräumen ist in der Schweiz auch ein bisschen verändert und zurückgegangen. Aber in der Schweiz ist es relativ stabil. Im Ausland, in den USA, in Deutschland oder in Großbritannien sind zum Teil Preise für Büroräume und die dazugehörigen Liegenschaften um 30% zurückgegangen teilweise. Also alles noch in einem stabilen Bereich in der Schweiz. Reden wir noch über Wohnungsknappheit. Es gibt ja kaum freie Wohnungen in der Region. Gleichzeitig lohnen sich Investitionen in Wohnraum weniger wie früher. Was hat jetzt das für Konsequenzen? Ja gut, man muss natürlich sehen, Leerstände von vermietbaren Wohnungen sind immer im Bereich von einzelnen Prozent. Mal ist es ein bisschen knapper, mal ist es ein bisschen weniger knapp. Aber niemand will ja Wohnimmobilien bauen, damit sie nachher leer stehen. Also alle gehen sozusagen sorgfältig mit der Schaffung von neuem Angebot um. Also in dem Sinne ist es nicht überraschend, dass Wohneigentum, Mietwohnungen knapp sind. Mhm. Jetzt die Investitionen in Immobilien, auch in Wohnimmobilien, sind natürlich vor allem durch institutionelle Anleger tätig und die haben einen Anlagehorizont von 20, 30, 40 Jahren. Auch Pensionskassen investieren mit einem langen Horizont. Dann gibt es noch Wohnbaugenossenschaften, die ein bisschen anders kalkulieren. Das heisst, die Investitionstätigkeit hört nicht einfach auf. Man muss dann zum Teil ein bisschen genauer, schärfer kalkulieren. Das machen die Professionellen auch. Aber es ist in dem Sinn ein normaler Zyklus und die grossen Anleger die investieren durch den Zyklus und wissen, mal ist es ein bisschen besser, mal ist es ein bisschen schlechter. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Weil sich ja die Inflationsgefahr beruhigt hat, gehen Experten davon aus, dass die Schweizer Nationalbank die Leitzinsen noch weiter senkt. Lohnt sich in diesem Fall wieder Investitionen in Renditenliegenschaften? Mhm. Wir hatten sehr viel Inflation gehabt, in der Schweiz noch moderat. Die Nationalbank hat die Zinsen müssen erhöhen. Wir sind bei knapp 2% gewesen. Jetzt in diesem Jahr könnte ein Viertel oder sogar ein halbes Prozent reduziert werden. Und das hilft einfach ein bisschen. Das sollte die Preisentwicklung stabilisieren. Vielleicht steigen die Preise von den Immobilien dieses Jahr wieder moderat. Auf jeden Fall ist das eine Unterstützung, die sicher zur richtigen Zeit kommt, aus Sicht vom Immobilienmarkt. Und Investitionen werden sich auch künftig lohnen. Wie gesagt, die Zyklen sind lang und die grossen Anleger die wissen, dass sie nicht für 3 Jahre investieren, sondern für 30 Jahre.
Und werden nicht so schnell nervös. Jetzt, Immobilien sind ja sehr teuer. Wir reden hier zum Teil von ein- bis zweistelligen Millionenbeträgen. Das ist deutlich mehr, als sich die meisten können leisten können. Was gibt es denn noch für Alternativen für Personen, die eben nicht so viel Geld auf der Seite haben? Natürlich ist es so, dass bei Direktanlagen, wenn man Wohnungen oder Wohnhäuser kauft, finanziert, Bank, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, etwa 3/4 der Anlage, also man muss nur 1/4 vom Kaufpreis sozusagen selber haben. Das ist immer noch sehr viel Geld. Wir sind aber auch alle direkt Investoren in Immobilien, sicher über Pensionskassen. Also alle Personen, die eine Pensionskasse haben, haben dort auch eine Anlage in Immobilien. Die eine mehr, die andere weniger. Dann sind Anlagen in die dritte Säule, 3a-Säule, die Einkäufe, die man machen kann, auch zum Teil in Immobilien investiert. Und auch in normalen Anlageformen, Strategiefonds oder Vermögensverwaltungsmandat ist immer ein Teil in Immobilien. Es gibt aber auch Immobilienaktien und Immobilienfonds, wo man schon mit Vermögen von wenigen Tausend Franken kann, investieren kann. Da muss man sich aber ein bisschen beraten lassen, weil das sind dann indirekte Anlagen, die verhalten sich dann eher ein bisschen wie Wertpapier, also wie Aktien, haben ein bisschen grössere Schwankungen, langfristig aber auch attraktiv. Es gibt also hier verschiedene Möglichkeiten und eine Investition in Immobilien lohnt sich immer noch. Dankeschön, Sandra Marina, für die Informationen. Im Juli 1874 hat der erste Tierpark der Schweiz aufgemacht, der Basler Zolli. Er wollte Mensch, Natur und Tierwelt zusammenbringen. Und das ist ihm gelungen. 150 Jahre später ist der Zolli noch grösser, hat noch mehr Tiere und einen Haufen Besucherinnen und Besucher. Letztes Jahr sind knapp 1,2 Millionen Menschen in Zolli. Ja, so eine Institution kostet viel Geld. Wir wollen wissen, wie sich so ein Unternehmen finanziert. Der Zolli feiert Jubiläum und ganz Basel feiert mit. Aber so ein Jubiläum kostet Geld. Viel Geld für eine Institution, die den Betrieb nicht allein mit den Billeneinnahmen finanzieren kann. Die decken nämlich nur knapp die Hälfte der 24 Millionen Franken ab, die der Zolli jedes Jahr braucht. Ein Drittel holt er mit Spenden und Subventionen rein und der Rest mit Merchandising und einem Restaurant. Und dann gibt es ja noch die Renovation der Tieranlagen. Hier ist der Zolli aufs Mäzenatentum angewiesen. Wie zum Beispiel beim neuen Vogelhaus, das letztes Jahr eröffnet worden ist. Für das sind etwa 30 Millionen Franken zusammengekommen. In den letzten 14 Jahren, der Zeitraum, in dem ich beim Zolli dabei bin, haben wir ungefähr 120 Millionen an Spenden bekommen für die Realisation von grossen Renovationen oder von neuen Gebäuden. Zum Beispiel das Elefantenhaus, die komplette Renovation vom Gastronomiegebäude, vom alten Restaurant oder wie auch jetzt hier für das Vogelhaus. Und trotzdem denkt der Zolli gewinnorientiert. Obwohl er vor allem von Spenden und öffentlichen Geldern lebt, sei das in Ordnung, sagt der Marc Rickenbach. Eine Non-Profit-Organisation, wie der Zolli auch ein ist, darf selbstverständlich auch kommerziell denken, darf durchaus auch einen kleinen Gewinn generieren. Was eine Non-Profit-Organisation nicht darf, ist Gewinn wiederum an ihre Aktionäre ausschütten. Der Merchandising-Bereich ist immer wichtiger geworden. Der Gleis-Souvenirladen, gerade beim Ausgang, macht pro Jahr einen Gewinn von rund 700'000 Franken. Sehr erfreulich ist, dass wir auf dieser kleinen Fläche, die uns hier zur Verfügung steht, das sind ungefähr 110 Quadratmeter Verkaufsfläche, die 1,7 Millionen, rund 1,7 Millionen Umsatz generieren. Das sind pro Quadratmeter mehr als 10'000 Franken. Und hier bewegen wir uns in der Liga, wie grosse Verkaufsflächen von grossen Supermärkten. Und wie ist jetzt das genau mit der grossen 150-Jahres-Feier? Was bedeutet das für das Zolli-Kässeli? In erster Linie bedeutet so ein Jubiläum natürlich zuerst einmal sehr grosse Ausgaben. Wir müssen uns hier etwa Ausgaben von 1 bis 2 Millionen vorstellen, um so ein Jubiläumsjahr, um so ein Angebot überhaupt bereitzustellen. Das Zollifest wird also eine grosse Kiste. Am Schluss soll es eine positive Wirkung nach außen haben und das soll dann auch am Zolli wieder zugutekommen. Das war es von Geld und Co. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe. Dann reden wir über Liegenschaften im Baurecht. Eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Geld und Co. Präsentiert von der Basler Kantonalbank.